Einen ganz heißen Tanz erwarten sie also, die A-Junioren des VfB und ihre Fans beim Rückspiel in Leverkusen. Deshalb fällt das Siegertänzchen nach dem Hinspielerfolg zwar lautstark und intensiv aus, dafür aber etwas kürzer als sonst. Denn ab sofort beginnt nun voll konzentriert die Vorbereitung auf das Match am Sonntag.